Gracias, ich bin Pavlos. Heute in Vogelsberg unterwegs. Und zwar den Höhenweg möchte ich laufen. Und es ist richtig, richtig kalt. Ah. Hinter mir ist der Taufstein, die höchste Erhebung auf dem Vogelsberg, fast 800 Metern. Hinter mir ist der Bismarckturm. Der wurde wie 185 andere Bismarcktürme in Deutschland zu Ehren des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck vor über 100 Jahren gebaut. Er ist 22 Meter hoch und ich hoffe, er hat offen. Und ich glaube, es schneit. Sieht gut aus. Turm geöffnet. Es rutscht. Blöd wäre es, wenn diese Tür jetzt nicht aufgeht. Ja, eine fantastische Aussicht, was man alles sieht von hier oben. Wow! Bis nach Frankfurt, zur Skyline. Also ich denke mir jetzt einfach mal den Nebel weg. Also da hinten liegt die Rhön. Da ist die Wilsburg. Das hier weiter weg ist der Thüringer Wald. Kellerwald ist in die Richtung, Habichtswald. Das Knüllgebirge. Der Meißner. Ach, da liegt Fulda. Oh, der Kreuzberg. Der heilige Berg der Franken, der liegt ungefähr hier. Dieser Wald hier wird seit über 100 Jahren sich selbst überlassen. Quasi ein Urwald. Nein. Das hier ist der Geißelstein. 720 Meter hoch und er ist magnetisch. Er zieht Kompasse an, sodass sie nicht zum Nordpol zeigen, sondern Richtung Gipfel. So, jetzt teste ich mal die Geschichte mit dem Kompass. So, Norden ist diese Richtung wie mein Daumen. Jetzt gehe ich mal westlich vom Gipfel, ein paar Meter. Und habt ihr gesehen, jetzt ist der Norden Dahlak, Richtung Gipfel. Da. Ich gehe jetzt kurz etwas zurück. Zieht der Norden wieder da. Cool! Das ist ja cool! Eine magnetische Anomalie. Der Wachtküppel in der Rhön, der Geißelstein im Vogelsberg. So, wieder zurück am Hoherodskopf. Nette Tour.